Ja, der erste Vortrag beschäftigt sich mit dem Thema Innovationsmanagement für erfolgreiche Entwicklungen. Und da würde ich Ihnen gerne kurz die Firma vorstellen, für die ich tätig bin. Das ist die Firma Eura Consult. Wir sind ein Unternehmen, was eben Technologie- und Innovationsberatung durchführt. Vielleicht neu in diesem Umfeld mit über 40 Mitarbeitern in dem Bereich Innovationsberatung, Netzwerkmanagement, Unternehmensberatung. Viele Partnerschaften haben wir in unserem Haus, wie aber auch Mitglied in den verschiedenen Institutionen. Was machen wir? Wir sind ein Beratungsunternehmen mit dem Fokus auf Fördermittelberatung und innovative Technologie. Wir helfen bei dem Aufbau von Netzwerken. Wir bieten Systemkompetenz. Wir verstehen uns als Katalysator und Bindeglied zwischen Forschung, Entwicklung und Industrie. Und das tun wir eben in einem Umfeld mit mehr als 40 Mitarbeitern. Wir kennen uns aus. Wir haben die Möglichkeiten, auf den verschiedenen Bereichen der Förderkredit-Thematik, aber auch die Zuschuss- und Fördermittelberatung mit allen Programmen, die es auf nationaler Ebene wie auch auf EU-Ebene gibt und bis hin zu Bereitstellung von Venture und Beteiligungskapital. Wir managen nicht nur das eine Netzwerk zu dem Thema unbemannte Flugsysteme, sondern was vielleicht ein großer Vorteil ist, wir managen zurzeit 17 solcher Innovationsnetzwerke. Hier mal einen Überblick von solchen Themen wie Thermie oder Smart Grids oder Windanlagen bis hin eben zu unserem Netzwerk, das UAS Insys, worauf ich jetzt näher eingehen werde. Tja, mit einem innovativen Netzwerk Erfolg gestalten, das ist unsere Motivation. Die Ausgangssituation, die uns zu dieser Idee geführt hat, das Netzwerk ins Leben zu rufen, ist eben, dass es sicherlich auf dem Gebiet noch eine Menge Entwicklungsbedarf gibt. Wir wollen also auf dem Gebiet der zivilen Anwendungen Entwicklung betreiben, speziell in dem Bereich dieser Multisensor-Thematik, aber auch in dem Bereich des sicheren Fliegens, also im Bereich Missionsmanagement. Und hier nochmal rechts die Grafik, soll also zeigen die Abgrenzung zwischen den militärischen und den zivilen Anwendungen. Die Ausgangssituation, eine These, die wir so beschrieben haben, man sieht es ja hier auch auf der Messe, sehr viele Systeme sind schon vorhanden, werden mehr und mehr eingesetzt. Es gibt unzählige Einsatzmöglichkeiten. Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten beiden Jahren auch erheblich stabilisiert, sodass wir heute in Deutschland eine Rahmenbedingung vorfinden, das heißt eine sichere und Aufstiegserlaubnis bis 5 Kilo, aber auch in Einzelerlaubnissen bis 25 Kilo möglich. Das zeigt mal den Raum oder vielleicht auch das Potenzial für die Zukunft. Die Marktsituation beschreiben wir eher, was eine typische neuartige Technologie ausmacht. Es gibt eben die großen Einsatzmöglichkeiten, aber es handelt sich immer noch wieder, ich denke mal, das können viele bestätigen, um eine erklärungsbedürftige, neuartige Technologie. Typisch auch für so eine tolle Technologie, dass sie natürlich in vielen Branchen eingesetzt werden kann, was die Einführung nicht unbedingt erleichtert und gegebenenfalls an den einen oder anderen Stelle aufwendig macht. Hier mal auf so ein Produktlebenszyklus geschaut, kann man durchaus sagen, und so verstehen wir auch unsere Motivation, dass wir uns eben an einem sehr frühen Punkt befinden mit der Technologie und den Anwendungen und dass es eben durchaus bisher eine sehr geringe Marktdurchdringung gibt, was uns eben veranlasst, das in unsere Ideen umzusetzen. Das heißt, wir haben zwei Schwerpunkte gebildet. Das einmal sind vom Netzwerk betrieben die Technologieentwicklungen, hier nochmal schwerpunktmäßig für die Multisensor- und Missionsmanagementsysteme, aber mindestens genauso wichtig, die Erschließung neuer Geschäftsfelder und Absatzmärkte. Das heißt also genau da anzusetzen, wo es um diese erklärungsbedürftigen und Technologien gibt, also vorbereitend und begleitend parallel zu Technologieentwicklungen auch immer den Markt und diese Markthemmnisse und alles, was dazugehört, im Blick zu haben und auch Lösungen anzubieten. Unsere Ziele, die wir damit verbinden, das heißt, wir verfolgen in dem Netzwerk
technologische wie wirtschaftliche Ziele. Das Management, das Netzwerkmanagement initiiert mit den Partnern in Workshops, in Meetings innovative Entwicklungen. Und wir sind dabei, strategisch die Markteinführung dieser zukunftsfähigen, intelligenten Anwendungen und Services vorzubereiten. Das sind also unsere groben Ziele im Netzwerk. Wie wollen wir das machen? Wir haben also in den letzten 10 Monaten der Tätigkeit des Netzwerkes den Grundstein gelegt für die nächsten Aktivitäten. Wir haben also jetzt nach 10 Monaten eine Innovationsstrategie und eine Technologie-Roadmap entwickelt, worauf wir jetzt die Umsetzungsschritte generieren. Wir kennen uns, wie eben dargestellt, mit der Eura Consult aus in dem Bereich Entwicklungs- und Förderprogramme. Wir wissen also, welche Förderprogramme zu welchen Entwicklungsschritten, zu welchen Innovationen passen oder auch zu den Unternehmen. Und wir haben in dem Umfeld Marketingmaßnahmen entwickelt, um sie dann jetzt schrittweise in den nächsten 2 Jahren, das ist die Laufzeit des Projektes bis Ende 2015, des Netzwerkes, dann auch durchzuführen. Hier mal einen Überblick über die Marketingmaßnahmen insgesamt. Eine sehen Sie heute schon hier, also dieses Netzwerk mit den Partnern und den Technologien auf einer Messe, auf Veranstaltungen zu präsentieren. Wir werden daran arbeiten, die Marktpositionen für die Unternehmen aufzubauen, zum Beispiel durch Branchengespräche, durch Roundtables, die wir einrichten, ausrichten in den verschiedenen Branchen, bis hin, dass wir vielleicht mit größeren Unternehmen, mit Schlüsselunternehmen Pilotprojekte initiieren und daraus dann auch eben die Marktzugangsstrategien und die Marktdurchdringung erreichen wollen. Basis einer jeglichen Strategie ist natürlich die gute Recherche. Was wird denn in den Branchen überhaupt benötigt? Und das natürlich auch in einem Report, der dynamisch ist, immer wieder zu kommunizieren. Nicht zuletzt natürlich die Analyse von Markt und Wettbewerb durch die verschiedenen Aktivitäten, Teilnahme an Veranstaltungen oder auch der Mitarbeit, aktiven Mitarbeit in Gremien, wo doch für die Zukunft die Weichen gestellt werden. Als weiterer Baustein unseres Modells gilt es eben, die passenden Förderprogramme zu kennen. Wir können also hier mit den verschiedensten Modulen, mit den verschiedensten Werkzeugen für die Partner die passenden Programme entwickeln. Und wir vermitteln Partnern, wir suchen aktiv in dem Bereich von Forschungseinrichtungen nach Partnern, die für Entwicklungen interessant sein können. Wir helfen dabei, die Projekte, die Projektanträge zu definieren und auch zu erstellen. Wir helfen dabei, während des gesamten Förderprojektes auch die administrative Abwicklung durchzuführen, von den Mittelabrufen bis zu Controlling-Maßnahmen und Berichten. Also für die kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Regel ein sehr hilfreiches Instrument oder ein sehr hilfreicher Baukasten, um durch diese Förderlandschaft gut navigiert zu werden. Wir helfen natürlich auch bei weiteren Finanzierungen, je nachdem, welcher Bedarf angesagt ist. Und mit Projektabschluss ist es häufig nicht zu Ende, sondern dann geht es natürlich auch aktiv in die Vermarktung, in die Verbreitung. Also hier bieten wir als Unternehmen einfach eine breite Unterstützung für alle diese Aktivitäten. Als weitere Ausrichtung, wie eben dargestellt, haben wir die verschiedensten Branchen recherchiert. Sicherlich die Branchen, die jetzt hier stehen, sind den meisten sicherlich bekannt. Überall gibt es Potenzial und es wird heute auch schon eingesetzt, mehr oder weniger, in diesen Branchen, auch wiederum durch Befragungen der Partner, aber auch durch Durchführung von Branchengesprächen schon, können wir heute sagen, dass vielleicht die rot umrandeten, die sind, die zurzeit das größte Potenzial, vielleicht aber auch den schnellen Erfolg, also Time to Market, darstellen.
Energiewirtschaft ist sicherlich immer wieder und wird ganz oben genannt als eine Branche. Gleichermaßen ist es in der Energiewirtschaft zurzeit nicht einfach. Wenn man die Medienberichte liest, was Umstrukturierungen oder auch Schrumpfungen angeht, ist es kein einfacher Zeitpunkt. Aber auch hier, glaube ich, braucht man eine Menge Branchenwissen, um die unterschiedlichsten Prozesse in der Energiewirtschaft mit den unbemannten Luftfahrtsystemen auch gut bedienen zu können. Naja, aber auch hier auf der Messe sieht man natürlich den Bereich Land- und Forstwirtschaft, Industrieanlagen insbesondere, das sind räumlich abgetrennte oder räumlich überschaubare Anlagen, die man sehr gut mit dieser Technologie befliegen kann. Im Bereich Verkehrswesen, Infrastruktur, Bundeswehr, allerdings dort eben wegen der Abgrenzung zu den militärischen Systemen, hier die zivilen Anwendungen. Auch hier gibt es einen großen Bedarf, zum Beispiel im Bereich der Truppenübungsplätze, der stillgelegten. Naja, und nicht zuletzt ein ganz wichtiger Punkt, der zurzeit durchaus spannend ist, auch für den Absatz dieser Systeme, ist eben der Bereich Forschung und Entwicklung. Wo tun sich denn die Schwerpunkte auf? Wir haben das System, das ist sicherlich auch kein Geheimnis, man kann diese Systeme in ihre Funktionen oder in ihre Komponenten zerlegen, sodass wir also vom Netzwerk her sehen, dass es besonderen Bedarf gibt in dem Bereich der zum Beispiel Flugführung und Steuerung, insbesondere was die Präzision angeht. Nicht nur über GNSS-Positionierung, sondern auch über Abstandssensoren. Ganz zu schweigen oder nicht zu verschweigen, natürlich das Wunschthema der automatisierten Abstandshaltung vielleicht bei der Teilnahme im Flugraum. Aber das ist ein Thema, die sind noch ein bisschen weit weg. Da würden wir uns zunächst eher darauf konzentrieren, die Nahbereichsabstandssensoren, wenn man zum Beispiel an Objekte heranfliegen will, gesichert und nicht handgesteuert, sondern von Sensoren unterstützt. Also ein sehr komplexes Thema hier. Dann natürlich das große Thema der Payload, der Messsensorik und hier vielleicht mit Schwerpunkt auf Multisensorsysteme. Es ist nicht mehr ein Sensor, sondern man hat einen Wunsch, dass mehrere Sensoren zusammenarbeiten. Die Datenauswertung häufig zurzeit noch ein wenig vernachlässigt, aber auch hier gibt es sicherlich enormen Entwicklungsbedarf, insbesondere wenn man daran denkt, die Prozesse komplett zu bedienen, also den Workflow in einem Unternehmen und nicht nur einfach Bilder zu machen, sondern tatsächlich ein Endergebnis, ein auswertbares Endergebnis abzuliefern. Als weiteres vielleicht auch für die Ausweitung der Technologie im Bereich der Gewichtsklassen. Wenn man hier auf der Messe guckt, man fliegt sogar hier Indoor, da kann man sich noch vorstellen, naja, das Gefährdungspotenzial ist überschaubar. Wenn ich aber daran denke, dass ich mit größeren Systemen, ich sprach eben die Klasse bis 25 Kilo an, wenn man diese heute weiter einsetzen will und in die Branchen reinbringen will, dann bedarf es hier sicherlich gänzlich anderer Führungs- und Missionsmanagementsysteme. Wir sind hier auf der Messe, der Fachmesse der Geoinformation, hier mit 3D-Modellen zu arbeiten, um die Flugplanung von vornherein sicherer und praktikabler zu halten. Also ein weiterer Schwerpunkt unserer Entwicklungsrichtung hier in dem Bereich Missionsmanagementsysteme. Ganz spannend für Training, Ausbildung, Tests, aber auch Marketingmaßnahmen sehen wir auch die 3D-Echtzeitsimulation. Man kann viele dieser Wartungsflüge, man kann viele dieser Inspektionen komplett vorher planen und aber auch den Kunden eventuell zeigen, was denn möglich ist. Und hier bietet sicherlich die Echtzeitsimulation eine ganze Menge Potenzial. Also hier mal die 5 Technologieentwicklungsschwerpunkte, die wir uns in dem Netzwerk vorgenommen haben, die mit Partnern aus dem Netzwerk, aber auch mit Partnern aus der freien Wirtschaft schon diskutiert und in Workshops ermittelt worden sind. Hierhinter liegen zum Teil schon fertige Projektskizzen, Entwicklungsprojekte und wir werden in den weiteren Vorträgen auch einen Vortrag halten, wo schon ein Entwicklungsprojekt angestoßen und umgesetzt worden ist aus unserem Netzwerk heraus. Tja, was haben Sie oder was haben auch die Partner davon, die in unserem Netzwerk mitarbeiten und dabei sind? Wie gesagt, die Phase 1, 12 Monate, läuft bis Ende November diesen Jahres und die Phase 2
schließt sich an bis zu dem Ende 2015, also weitere 2 Jahre. Wir denken, dass ein Netzwerk dazu geeignet ist, dass Netzwerkpartner vom Austausch untereinander profitieren. Das ist gar nicht mal so, dass unbedingt aus dem Netzwerk was herauskommen muss. Das kommt es natürlich auch. Aber allein der Austausch untereinander ist schon sehr, sehr spannend. Man sieht das bei jedem Treffen. Wir haben im Netzwerk Teilnehmer entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Wir haben hierdurch natürlich die technologischen Potenziale gebündelt. Was hier vertreten ist in unserem Netzwerk, ist schon sehr ansehnlich und die Netzwerkpartner profitieren natürlich untereinander, gerade wenn es um kleine und mittelständische Unternehmen geht, von den Branchenkenntnissen aus den anderen Branchen. Hier ein Blick auf unser Netzwerk. Wir sind zurzeit 14 Einrichtungen, 8 Unternehmen und 6 Forschungseinrichtungen. Ziel wird es sein, bis Ende des Jahres 20 bis 25 Partner in diesem Netzwerk zu haben, mit dem wir dann in die zweite Phase gehen. Abschließend hier nochmal eine Zusammenfassung mit dem Potenzial, was hinter dem Netzwerk steht, eben ein starkes Unternehmen, die Eura Consult, die eben von der Strategieberatung, vom ersten Schritt, von der ersten Idee quasi, die Unternehmen begleitet bis zu den letzten Schritten der Vermarktung. Wir bieten hier ein komplettes Portfolio für diese einzelnen Prozessschritte an. Wie wir denken, eben schon eine einzigartige Beratung und Begleitung auf dem Weg auf Innovationsprozessen auf dem Weg zum Erfolg. Ja, an dieser Stelle wäre ich mit meiner Präsentation zu Ende. Habe Ihnen hoffentlich einen Einblick gegeben in die Thematik, in das, was möglich ist, aber auch, wie wir solche Innovationen umsetzen können und in den Markt oder in die Märkte einbringen können. An der Stelle vielen Dank und weitere Informationen im Folgenden.